Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie auch ihr eine Paella bei euch im Camper zubereiten könnt. Viel Spaß! Bei der Paella gibt es nicht das eine Rezept, was ausschlaggebend ist oder was richtig ist. Jede Region oder jeder Bezirk macht es etwas anders. Heute benutze ich Kaninchen. Ihr könnt natürlich auch alles andere benutzen. Was, das erzähle ich euch später. Wir fangen an und schälen die Karotten. Anschließend werden diese in kleine Scheiben geschnitten. Der Knoblauch wird ebenfalls geschält und in Scheiben geschnitten. Das gleiche, was wir mit Karotte und auch mit Knoblauch gemacht haben, machen wir jetzt mit den Schalotten. Schälen und schneiden. Als letztes sind die Lauchzwiebeln dran. Diese werden in Ringe geschnitten. Jetzt geht's ans Anbraten. Wie gesagt, ich benutze Kaninchen. Ihr könnt natürlich auch Hühnchen, Schwein, Meeresfrüchte, Krustentiere benutzen. Das ist ganz euch überlassen. Natürlich könnt ihr auch einiges an Gemüse mischen. Nachdem das Kaninchen wirklich gut angebraten ist, nehmen wir dieses raus und geben das komplette Gemüse hinzu, außer die Erbsen. Wenn auch das Gemüse schön angebraten ist, geht's ans Würzen. Dazu benutzt ihr Salz, Pfeffer, Paprikapulver und das Safran. Gebt jetzt die Hälfte der Erbsen dazu. Füllt jetzt das Ganze auf mit der Brühe und dem Reis. Rührt den Reis etwas unter. Gebt jetzt das Fleisch obendrauf und gasst das ganze köcheln für mindestens 30 Minuten. Wenn der Reis gar ist, kommen die restlichen Erbsen dazu und lasst das Ganze nochmal ziehen für ein paar Minuten. Das war das Hexenwerk Paella, was auch ihr bei euch im Camper zubereiten könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf viel mehr Inspiration habt, rund um Desserts, um Hauptgerichte oder alles rund um den Omnia, schaut gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Sonst sehen wir uns auch nächsten Sonntag wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.